Hallo bei den Spielzeugtestern. Es ist früh am Morgen und ich würde sagen, wir wecken jetzt mal gemeinsam Hannah. Psst, ein bisschen leise sein. Sag bloß, du hast mich schon gehört. Hi, Spätzi, guten Morgen. Hallo. Weißt du, was heute für ein Tag ist? Ja. Was denn? Der 24-Stunden-Yes-Sagen-Tag mit meinem Papa. Genau. Weißt du schon eine erste Bitte, was Papa machen muss? Ja. Oh, Papa! Was möchtest du? Can you make my bed? Ich soll dein Bett machen? Yes. Jetzt hast du Yes gesagt, okay? No! Heute ist der Ja-Sagen-Tag. Oh no! Aber du kannst natürlich auf Deutsch reden. Nur ja, jetzt. Ich mach dir dein Bett. Dann musst du aber auch raus da. Ja, Schnucki, dann musst du jetzt aufstehen. Oh. Tja, dann machen wir das Bettchen. Ich hab's eben gerade extra noch schwierig gemacht. Oh, bist du gemein! Oh my! Du gleich. Du wirst nicht unter seinen Füßen spielen. So. Gemütlich. Oh, ein frisch gemachtes Bett. Es gibt doch nichts Schöneres. Das muss hier hin. Perfekt. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Nein. Oh, das kann auch hier. So, jetzt ist aber gut. Nein. Wann ist der Hannah muss Ja sagen Tag? Keine Ahnung, den machen wir dann auch. Ja. Und Papa, weil du das so gut gemacht hast, can you clean up my room now? Ich soll dein Zimmer jetzt auch noch aufräumen? Ja. Ja, wenn schon, dann schon, ne? Würde ich sagen. Manometer. Okay, dann muss ich das wohl machen. Der Tisch gehört unter das Bett, aber vorher natürlich abwischen. Guck mal, Eumel. So genehm, die Dame. Ja, wisch auch noch mal meinen Stuhl ab. Und in Zwischenzeit, wo Papa so lange braucht, kann ich ein bisschen spielen. Die Kuscheltiere müssen hingestellt werden. Attacke! Er hat hier Mimi gemacht. Hier liegt auch noch ein Can. Vielleicht kannst du den irgendwie hier im Pool parken, bei seinem Kumpel. Das war jetzt aber gemein. Es hat ja keiner gesagt. Oh. Du! Du! Jetzt ist Schluss! Nee. Was willst du? Ich sitze doch neben dir. Can I have an English lesson, please? Du willst eine Englischunterrichtsstunde? Yes. Dann geh in die Schule. Ja. Ja, wie sonst? Wo willst du sonst eine Englischstunde her haben? Im Internet gibt's was bei Alright. Da lernt man. Oder der kriegt mal eine Englischstunde. Yes. Dann buchen wir dir eine. Yay. Während Hannah und ihr Papa die Probestunde bei All Right buchen, werde ich euch ein bisschen was darüber erzählen. Und zwar gibt es immer die allererste Stunde gratis für eure Kinder. Und ihr könnt das auf eurem Laptop machen, auf eurem Computer oder es gibt sogar eine mobile Unterrichts-App. Das Programm ist für Kinder ab 4 Jahren und ihr könnt euch die Unterrichtsstunden selber zusammenstellen. Genauso wie es euch gerade passt, wie ihr Zeit habt, wie eure Kinder Lust haben und wird in 2 Stufen unterteilt, sodass man quasi in 2 Jahren das ganze Englisch-Schulprogramm beherrschen kann. Der Unterricht findet in einem interaktiven Raum statt, den werdet ihr gleich sehen und da gibt es auch den Charlie.
der motiviert die Kinder und dann gibt es auch noch Sterne, die sie sammeln können für alles, was sie gut gemacht haben. Und so macht das Lernen natürlich auch direkt viel mehr Spaß. In den Englischstunden gibt es auch Lehrer mit Englisch als Muttersprache, das heißt entweder aus England, aus Amerika, aus Kanada. Diese Stunden kosten dann natürlich automatisch ein bisschen mehr, als wenn das Lehrer sind, die Englisch auch als Zweitsprache haben. Weißt du schon, wie dein Lehrer heißt? Steve. Steve, genau. Aber sonst geht's dir gut, oder? Ich bin aufgeregt. Hello, Heather. Hi. Hi. Hi, Heather. How are you? I'm fine, thanks. Fine, great. Okay, so welcome to our lesson. My name is Teacher Steve, and I'm 26 years old, and I come from Chicago. So, how old are you, and where do you come from? I'm 9 years old. My name is Hannah, and I come from Germany. And what is the name of your city? Hamburg. A panda. Perfect. A panda. Great. Excellent. Okay. A turtle. Perfect. A turtle. Great. Okay. Mm-hmm. 10 arms. It can jump. Mm-hmm. It's a? Kangaroo. Yeah. Very good. So, do you understand me? So, yeah. But everything else was perfect. You were very, very good. Thank you for coming, Hannah. And I hope to see you later, alligator. Und jetzt einmal die Hand von der Maus. Seid ihr auch so? Oh, kaum hat das Kind einen Laptop oder ein Tablet in der Hand, ist es abgelenkt. So, erzähl mir, wie fandst du es? Gut. Ja, ich fand es auch ganz gut. Vor allen Dingen gut fand ich, dass er auch Deutsch gesprochen hat. Ja. Ne, so dass du ihn zwischendurch verstehen konntest, auch wenn ich jetzt nicht dabei gesessen hätte. Ja. Das macht viel aus. Und Schatz, wie war die Englischstunde? Super toll. Ja? Ja. Und kann ich jetzt ein bisschen daddeln? Ja, natürlich. Dad? Ja? Can you buy me a Robux? Du willst Robux haben? Das kostet doch schon wieder Geld. Ja. Und was musst du sagen heute? Ja. Na, yes. Yes. Yes sagen. Oh. Ja, Schnucki, dann öffne mal die Seite, dass Papa Kohle rausrücken kann. 9,99 und 20,99. So, jetzt hast du da wieder welche. Yay. Jetzt kannst du wieder daddeln. Ist Papa jetzt erstmal entlassen? Ja, bis mir das nächste für dich einfällt. Bitte nicht so was Schlimmes. 1000 Jahre später. So, Hannah, genug gedaddelt. Okay. Can we go to the park then? Du willst in den Park gehen? Ja. Okay, yes. Yippie. Dann zieh dich an. Wollen wir Ellie auch mitnehmen? Auf jeden Fall. Nur der Fluff, der bleibt hier. Nein, du nicht. Was? Ich? Okay, dann lass uns anplündern, dann fahren wir alle mit Ellie in den Park. Ja. Also Ellie gefällt da schon mal gut, deine Idee, die du eben hattest. Schaffen beide. Und stopp! Oh, Ellie. Yes. Wenigstens haben wir schönes Wetter erwischt. Danke, dass du das nicht im Regen gefragt hast, Hannah. Ja. Ellie sieht mich und denkt, what, ich will zu Mama. Ich will zu Mama. Nee. Ah. Außenrum. Hannah, außenrum. Außenrum. Es gibt extra Gehwege. Oh, Dad. Oh, no. Can you buy me ice cream? Aber Hannah, wir haben doch gerade erst Mittag gegessen. Bitte, please. Oh, no. Okay, komm auf. Ich will ehrlich gesagt auch Ice Cream. Ja, aber ich streame lieber als Ice Cream. Tüdelt sie dich ein? Ja. Sie hat da auch schon gebuddelt. Also, guck mal. Oh, das macht sie wieder. Ellie war hier. Sie muss ein Loch hinterlassen. Ihre Golflöcher. Meine
Ellie und ich, wo ist sie? Da, wir warten jetzt, dass Hannah und Papa aus der Eisdiele wiederkommen, denn da darf Ellie natürlich nicht mit rein und es ist auch ziemlich voll. Das heißt, ich kann da schlecht filmen. Deswegen müssen wir jetzt hier warten und jetzt gibt es gleich lecker Eis. Ich würde sagen, das Kind sieht zufrieden aus. Ja. Bist du zufrieden? Ja, ich liebe Tommys. Man macht die machen da extra große Kugeln. Sind das zwei Kugeln? Das sind zwei Kugeln. Mein lieber Herr Gesangsverein. Und das ist eine Kugel. Oh, ich wette, die ist für mich. Die ist für dich, ja. Oh, und ich wette, Ellie kriegt nachher ein ganz kleines Stückchen Waffel ab. So, ich glaube, ich habe Papa jetzt genug in Ruhe gelassen. Oh, Dad! Ja? Traut sich gar nicht mehr rein. Was möchtest du? I'm hungry and I want some pancakes. Oh, das du klingt lecker. Einige Pfannkuchen? Einige? Einige? Du kriegst einen. Nein, nicht sie hat ja auch nur um Pfannkuchen gebeten. Ich meine nicht Pfannkuchen, sondern Krebs. Krebs auch noch. Das heißt auch noch besonders dünn müssen die sein. Ja, ich habe Nutella. No. Das heißt, mit Nutella? Ja. Oh. Oh, kannst für mich auch gleich ein paar Mal machen. Halt, der Falter. Nimm deine Füße weg, Schnucki. Der will auch rein. Was war das denn? Attacke. Okay. Ja, ich würde sagen, ich begleite dich in die Küche. Ja. Yep, 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 und wir rufen dich dann zum Abendbrot. Yep, 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 yep. So. Eier, Mehl, Milch, das Typische für einen Pfannkuchenteig. Und dann rühren. Hat fast Ding gehauen. Ah, oh, guck mal. So ganz so hübsch wie vom Don sieht er leider nicht aus. Warte, ich mach so wie auf dem Don. Ach so, ah ja stimmt. Das musst du doch nicht erzählen, dass der kaputt ist. Ich habe versucht, das zu verstecken. Okay, sonst falte ihn. Mach einen alten Falter raus. Genau, falte ihn einmal. Oder so. Von der Seite. Ist auch. Wir rollen ihn einfach. Ja. So, irgendwie. Unsere Art. Mhm. Rollen ist besser als wollen. Ich habe leider keine. Eieieiei. Vorsicht, heiß. Heiß und fettig. Aber trotzdem köstlich. Ja, schmeckt er dir? Und nicht so dick, oder? Dünner kriege ich ihn aber nicht. Hat Papa gut gemacht? Ja. Ich habe eine letzte Idee, bevor es ins Bett geht. Rat und mal. Oh, Dad! Oh, no! Er sieht schon, was du da in der Hand hast, glaube ich. Oh, nee! Sind die gewaschen? Nö. Dad, can you give me a foot massage, please? Ich soll dir deine Füße massieren? Ja, mit hier dem Öl. So, und gleich kommt sie in der Pfanne, wenn genug Öl drauf ist. Sabi. Und der Fluff sitzt da auch. Jaron kommt auch gerade zur Tür rein. Ja. Der schnüffelt dann Fluffys Essen. So, Schnucki, aber dann ist jetzt auch gleich Haya-Betty, ne? Dann hast du deine 24 Stunden. Hat Papa. Dann musst du denn schlafen. Auch. Ja. Dann ist vorbei. Hallo, Jaron. Wir hoffen, ihr hattet Spaß an der Challenge, ich auf jeden Fall. Ja, Hannah genießt jetzt noch ein bisschen und wir verabschieden uns für heute. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Und irgendwann bin ich dran mit der Ja-Sagen-Challenge. Und ich habe einen langen Zettel. Dam, 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 dam.